Hier ist Arnold. Und es sieht so aus, als ob er Hunger hat. Arnie, hast du wieder dein ganzes Geld auf der Online-Farm verschwendet? Okay, gut. Musst du halt virtuell essen. Wusstest du, dass Bill Gates Inhaber der Goldcard bei McDonald's ist? Die berechtigt dich dazu, alles kostenlos zu essen. Und du brauchst sie offensichtlich mehr als alle anderen. Oh, wo soll ich anfangen? Mal sehen. Ich schlage den speziellen Suicide Burger von Burger King vor. Er hat 4 Patties, 4 Scheiben Käse und Bacon. 800 Kalorien. Und hier kommen die Mickey D's Pommes. Sie enthalten 19 versteckte Zutaten. Arnold, iss! Ein Burger Patty kann aus Teilen von 100 verschiedenen Kühen bestehen. Insgesamt werden für die Fastfood-Industrie 50 Millionen Kühe pro Jahr geschlachtet. Bist du schon fertig? Dann trink eine Limo. Die ist hier absichtlich kostenlos, weil sie deinen Appetit anregt. Um deine Gelüste zu stillen, gibt es zum Glück bereits 39.000 McDonald's in 120 Ländern auf der ganzen Welt. Und in Großbritannien wird recyceltes Öl aus Pommes sogar als Treibstoff verwendet. In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der übergewichtigen Menschen auf der Welt verdreifacht. Du solltest besser aufhören, Arnold, denn mit einer solchen Diät nimmst du 10% deines Körpergewichts zu, pro Monat. Und das wird dazu führen, dass... Arnold, hör schon auf! Du hast jetzt Typ 2 Diabetes. Du bist deprimiert und deine Blutgefäße sind voll mit Fett. Und das führt ganz leicht zu einem Herzinfarkt. Fastfood ist extrem kalorienreich und enthält praktisch keine Vitamine und Mineralstoffe. Mein Rat? Du musst dringend auf gesundes, zu Hause gekochtes Essen umsteigen, sonst steckst du in großen Schwierigkeiten. Na bitte, gut für dich, Arnold. Wie wäre es, wenn ich dich heute Abend zum Essen besuchen würde? OMG, Arnold! Was zum Teufel hast du da gekocht? Gebratenes Ferkel, Schokoladenkaramellkuchen? So habe ich das nicht gemeint. Es geht doch nicht darum, kein Fastfood zu essen. Es geht um jede Art von kalorienreichem Essen und darum, dass du zu viel isst. Arnold, sieht aus, als hätte jemand letzte Nacht Spaß gehabt. Und irgendetwas sagt mir, dass dein Gehirn wahrscheinlich genauso durcheinander ist wie dieses Zimmer. Du erinnerst dich wahrscheinlich an gar nichts mehr, oder? Bist du letzte Nacht endlich ein richtiger Mann geworden? Glückwunsch, Arnold. Das ist dein erster Kater. Und das sind die unangenehmen Folgen deiner neuen Bekanntschaft. Arnold, wie wäre es mit einem Prost auf deinen neuen Freund? Ich verstehe natürlich. Was sein muss, muss sein. Oh, Arnold, wolltest du wirklich eine lebenslange Erinnerung an dieses Ereignis schaffen? Sieh es doch mal so. Dann hast du wenigstens etwas, wovon du deinen Freunden später erzählen kannst. Wie du siehst, schaden die Folgen eines Katers nicht nur deiner Gesundheit, sondern auch deinem Bankkonto. Oh, du warst gestern Abend an Großzügigkeit ja nicht zu überbieten, Arnold. Verdammt nochmal, du warst der King der Party. Und wo ist dein Zahn jetzt? Klingt da was? Nichts? Nein? Arnold, okay, das konntest du nicht wissen, aber zu viel trinken führt zu aggressivem Verhalten. Und dafür hast du sicherlich einen Preis bezahlt. Oh, du hast eine Lösung gefunden. Zeit, Aspirin zu nehmen. Oh, warte, nein, du hast vergessen, deinen Erste-Hilfe-Kasten aufzufüllen. Aber wirklich, Arnold, all diese Probleme sind nur in deinem Kopf. Mineralwasser ist ein wahres Wunderwerk. Du bist dehydriert. Du musst nur das fehlende Wasser in deinem Körper wieder auffüllen. Was ist mit dem Jacuzzi? Ich verstehe total, wenn du nach der letzten Nacht mit dem Trinken aufhören willst, aber so? Du hättest nicht gedacht, dass es so einfach ist, deinem Kater zu entkommen, oder? Jemand soll Spielberg anrufen? Wir haben einen Plan für einen neuen weißen Hai. Was ist los, Arnold? Rufst du einen Krankenwagen? Ah, du hast beschlossen, deine Kräfte mit leckerer Pizza aufzuladen. Aber du hast eine Sache vergessen. Alkoholgeruch. Das sind die Zerfallsprodukte von Ethanol, die im Körper entstehen, nachdem die Leber die Verarbeitung übernommen hat. Eines davon, die Essigsäure, hat einen besonders üblen Geruch. Hey Arnold, bist du sicher, dass du nach dem Essen noch schlafen willst? Leider kannst du den Schlaf vergessen. Die Funktionen des Kleinhirns sind nach dem Alkoholkonsum beeinträchtigt.
Sobald du deine Augen schließt, verfügt das Kleinhirn nicht mehr über genügend Daten zur Orientierung im Raum und beginnt kaputte Daten an die Großhirnrinde zu übermitteln. Sag Hallo zu Bettgespinsten. Armer Arnold, och, es ist so schade, dich so zu sehen. Lass mich dir einen Rat geben. Im Moment wird dich eine Tasse heißer Tee retten. Wickle dich in eine warme Decke und schlafe so fest ein, dass dich kein Prinz mit seinem Kuss aufwecken kann. Steh auf, du Trottel! Schlechtes Wetter ist doch kein Grund, einen Tag frei zu machen. Du willst nicht zur Arbeit gehen? Dann schlage ich vor, du arbeitest im Bett. Als die NASA die Wirkung der Schwerelosigkeit auf den Menschen untersuchte, zahlte sie einem Freiwilligen $18.000, damit er 70 Tage lang in einem Bett liegt. Denk nicht mal daran aufzustehen, Arnie. Ich habe einen Scharfschützen angeheuert, der dich gleich beim ersten Versuch ausschalten wird. Du wirst essen, trinken und alles andere im Liegen erledigen. Bis dann, Kumpel. Hey, hast du etwas geschlafen? Wie geht's dir? Ich glaube nicht so gut. Es sieht so aus, als würdest du zunehmen. Die ganze Energie, die du mit dem Essen aufnimmst, geht nirgendwo hin. Aber Wundliegen, das ist schlimm. Durch den hohen Blutdruck fließt das Blut nicht mehr bis in die Haut. Halt durch, Kumpel. Gute Nachricht, Arnold. Du bist nah dran an dem von sowjetischen Wissenschaftlern aufgestellten Rekord. 370 Tage im Bett. Du siehst alles andere als heiß aus. Jeden Tag verlierst du 5% deiner Muskelmasse. Außerdem sind auch deine Knochen geschädigt, die sich aufgrund deiner mangelnden Beweglichkeit nicht mehr regenerieren können und sich abbauen. Und paradoxerweise wird das Einschlafen im Liegen unmöglich. Ohne eine Verschiebung der Aktivität weiß das Gehirn nicht, wie spät es ist und wann es Zeit zum Schlafen ist. Aber das hat auch seine Vorteile. Du kannst all deine Lieblingssendungen wieder und wieder sehen. Ich lasse dich jetzt hier alleine. Viel Spaß bei der Show, Arnold. Oh mein Gott, Arnold! Was hast du dir angetan? Das mit dem Scharfschützen war nicht ernst gemeint. Es ist doch wirklich nicht gut, so lange zu liegen. Steh auf! Hey? Und warum? Was? Geht's dir nur um die neue PS5? Weißt du, Arnie, ein Arzt, James Hamblin, der hat mal gesagt, dass es möglich ist, sich über 5 Jahre lang nicht zu waschen. Lass uns doch eine Challenge machen. Die Oberfläche unserer Haut beherbergt eine riesige Anzahl von Bakterien, die das sogenannte Mikrobiom bilden. Es ist bekannt, dass sich das Gleichgewicht deines Bioms auf natürliche Weise stabilisiert, wenn du über einen längeren Zeitraum keine Seife verwendest. Wenn du dich aber auch nur 3 Tage lang nicht wäschst, fängt es an zu jucken. Ziemlich dolle. Mach dir doch keine Sorgen. Geh mal an die frische Luft. Klar, nach ein paar Tagen, da stinkst du fürchterlich. Mann, Alter, du stinkst aber ekelhaft. Okay, keine schlechte Idee, einen Haufen Deo zu kaufen. Der weltweite Trend, Duftstoffe zu verwenden, um den Körpergeruch zu überdecken, kam erstmals im Mittelalter in Europa auf. Damals badeten die Menschen im Durchschnitt nur 2-mal in ihrem ganzen Leben, bei der Geburt und beim Tod. Ja, der böse Geruch ist weg, aber die häufige Verwendung von Deodorants kann Allergien und Kurzatmigkeit verursachen. Und die verwendeten Aluminiumsalze können sogar zum Wachstum von Krebszellen führen. Selbst in unserer Zeit, in unserer modernen Welt, da gibt es immer noch Menschen, die sich sehr selten waschen. Neben den Obdachlosen gibt es auch die Bewohner des hohen Nordens, die Eskimos und die Tschuktschen. Fühlst du dich auch wie ein Haufen Müll, Arnold? Ständiges Nichtwaschen kann dazu führen, dass du dein Selbstwertgefühl verlierst. Und die Kinder von nebenan würden dein Haus mit Graffiti bemalen und dich wegen deines Geruchs hänseln. Wohin gehst du, Arnold? Och, ich hoffe wirklich, dass du nichts Dummes anstellst. Was ist denn passiert? Wurdest du gerade von McDonald's gefeuert? Keine Sorge. Jeder Mensch hat irgendein Talent. Zum Beispiel, hast du von dem Mann aus China gehört? Der kam ins Guinness-Buch der Rekorde, weil er 57 Minuten lang nicht geblinzelt hat. Ja, hallo? Wo ist er denn nun hin? Arnold? Du hast den Rekord gebrochen? Wie? Du hast deine Augenlider angeklebt? Oh mein Gott, das ist wirklich gefährlich. Augenblinzeln ist wichtig, um deine Augen feucht zu halten.
Unsere Tränen enthalten Antikörper, Lysozyme und Elektrolyte. Ohne die sind deine Augen wehrlos. Ich fürchte, du wirst bald nicht mehr so schön lesen können. Die kleinsten Partikel in der Luft setzen sich auf den Augen ab und zerkratzen sie. Je länger du nicht blinzelst, desto krasser wird das Verlangen danach. Arnold, hier ist dein Geheimnis. Das Blinzeln hat eine weitere Funktion. Es sondert Informationen aus und erneuert deine Aufmerksamkeit. Heißt, je interessanter etwas ist, desto weniger möchtest du blinzeln. Versuch dich zu entspannen. Ja, ich denke, ein guter alter Schwarz-Weiß-Film wird es tun. Es gibt drei Arten von Tränen. Reflex, emotional und basal. Weil deine Augen trocken sind, versuchen die Tränendrüsen, den Feuchtigkeitsmangel auszugleichen. Oh nein! Konnte ja keiner wissen, dass der Film eine nukleare Explosion enthält. Helles Licht tut dir weh, ne? Deine Sicht wird schlechter. Die sind auch Anzeichen einer Bindehautentzündung. Die muss richtig behandelt werden und wird sicher nicht von alleine verschwinden. Sei vorsichtig, wenn du die Beipackzettel liest, Arnold. Mit einer Weitsichtigkeit von plus 5 wirkt alles nahe ganz schön verschwommen. Bei Kurzsichtigkeit von minus 5 hast du jedoch Probleme beim Betrachten von Objekten in der Ferne. Ladies, aufhören! Mensch, der kann auch nicht sehen! Arnold, aufwachen! Sieht so aus, als ob dich der Sicherheitsdienst der Apotheke zusammengeschlagen hat. Also ich würde nicht lange unter solch unhygienischen Bedingungen leben wollen. Wie? Du hast nicht die Kraft zu gehen? Und das hat unheimliche Ähnlichkeit mit den Symptomen einer adenoviralen Konjunktivitis. Die tritt auf, wenn die Netzhaut gerissen ist und das Virus eindringt. Arnold, aufstehen! Du kriegst ja Abszesse und wenn sich deine Netzhaut ablöst, bist du blind für immer! Gott sei Dank. Es sieht so aus, als hätte jemand den Krankenwagen gerufen. Was ist denn nun los? Arnold, das sind doch keine Geister! Das sind Ärzte! Halt! Das ist kein echtes Getreidefeld, in dem du dich verstecken kannst, sondern Bild! Entspann dich, sonst platzt gleich der letzte Rest deines Gehirns. Machst du einen IQ-Test? Oh, haben wir dich geärgert. Und nun willst du uns beweisen, dass du klüger bist. Oh, mach dir doch nichts vor. Obwohl, ich habe eine Idee. Das Gehirn arbeitet besser, wenn es viele Nährstoffe erhält. Das erreichen wir mit einer schnelleren Durchblutung. Ein Schuss Adrenalin erhöht deine Herzfrequenz auf 220 Schläge pro Minute. Und eine 40. Tasse Kaffee liefert alle 350. Nun wollen wir mal sehen, ob wir dein Gehirn genug genährt haben. Was aber, wenn wir dein Herz 300.000 Mal pro Sekunde schlagen lassen würden? Das Blut rast durch deine Venen 20 Mal schneller als die Schallgeschwindigkeit. Offensichtlich platzen alle Venen und Blutgefäße sofort und dein Herz kann sich nicht mehr zusammenziehen. Also werden wir dir ein Upgrade verpassen. Wir ersetzen dein Herz durch einen Motor und machen dein Blut zähflüssiger. Jetzt läuft alles ganz anders. In dieser Form bist du ein Übermensch. Alle Prozesse im Körper werden tausendfach beschleunigt. Das wird die produktivste Zeit deines Lebens sein. Mit einem solchen Gehirn kannst du Unternehmen gründen, erfolgreicher als Google werden oder Einsteins Gravitationstheorie verfeinern. Aufgrund deines beschleunigten Stoffwechsels musst du jedoch fast immer auf dem Klo sitzen. Aber keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Dein Körper kann maximal 2 Stunden zu einem Stress standhalten. Und dann, bam! Du wirst es nicht bis zum Krankenhaus schaffen. Dein Herz könnte aufhören zu schlagen. Du brauchst eine Notfallbluttransfusion, um den Druck in deinem Kreislaufsystem aufrechtzuerhalten. Während des Vietnamkriegs wurden Kokosnussinfusionen zur Behandlung von Verwundeten eingesetzt. Erstaunlicherweise ist Kokosnusswasser dem menschlichen Blutplasma sehr ähnlich. Also, was haben wir? Cola? Okay, los geht's. Aber zuerst müssen wir das ganze Gas loswerden. Wenn das im Getränk enthaltene Gas in deine Blutgefäße gelangt, wird es dich buchstäblich von innen zerreißen. Cola enthält Zucker, Glucose. Das ist deine perfekte Quelle für schnelle Energie und macht dich richtig munter.
Es scheint zu funktionieren. Die Cola hat sich in deinem Körper festgesetzt. Aber auch dein Aussehen hat sich ein wenig verändert, Kumpel. Sogar deine Haare haben eine andere Farbe. Dafür bist du auf der anderen Seite ein gern gesehener Gast auf jeder Kinderparty. Da nun das Koffein in der Cola durch deine Adern fließt, musst du nur noch alle 3 Tage schlafen. Jetzt hast du viel mehr Zeit als normale Menschen. Sogar Profisportler trinken Cola für eine schnelle Dosis Energie. Und du kannst dir im nächsten Supermarkt immer Nachschub holen. Nein! Hör auf, du Kamikaze-Spinner! Schon ein einziges Mentos kann dich in eine Bodenluftrakete verwandeln. Keine Sorge, es wird dir nicht den ganzen Tag verderben. Cola hilft sogar gegen leichte Depressionen. Aber um ehrlich zu sein, Arnold, Cola in deinem Blut ist tatsächlich tödlich. Deine Augen, Nieren, Nerven und das Herz. Alles wird leiden. Sieht so aus, als ob Cola keine Option wäre. Ja, was ist denn das? Ein Vertrag? Wurdest du denn schon für eine Rolle gecastet? Nimm dir die Zeit, Arnold, und lies den Vertrag sorgfältig durch, bevor du unterschreibst. Ich denke, du könntest etwas Geld verdienen, wenn du den großen leeren Raum zwischen deinen Ohren vermietest. Was meinst du, Arnold? Der Raum in deinem großen roten Kopf ist so leer, dass wir dort das alte Motorrad meiner Oma unterbringen könnten. Okay, Arnold, für diese Rolle musst du wohl dein Gewicht verdreifachen. Um einer Rolle so nah wie möglich zu kommen, müssen Schauspieler oft in kürzester Zeit zu- oder abnehmen. Christian Bale musste von 2008 bis 2013 9-mal abnehmen. Und er musste sogar 30 Kilogramm zunehmen. Das sind 66 Pfund. Um schnell Gewicht zuzunehmen, nimm einen größeren Teller. Auf diese Weise sehen große Portionen kleiner aus. Nimm viele Snacks zu dir, Arnold, wie Trockenfrüchte, Nüsse und Erdnussbutter-Sandwiches. Und vergiss die Nachspeisen nicht. Arnold, es sieht so aus, als wäre das Zunehmen dein geheimes Talent. Du bist wirklich gut darin. Bald wirst du bereit sein, die Hauptrolle zu spielen. Du wirst ein Star sein! Deshalb brauchten sie also einen Schauspieler mit einem enormen Gewicht? Schade, Arnie. Sieht aus, als wäre deine ganze Mühe umsonst gewesen. Und deine Gage reicht nicht einmal, um dich nach Hause zu bringen. Du hast dich also entschieden, zu Fuß zu gehen, richtig, Arnold? Herr Arnold, bist du okay? Durch das zusätzliche Gewicht stehen deine Knochen unter enormer Belastung. Wir müssen deinen Body Mass Index berechnen. Mit 1,52 Meter und 93 Kilogramm ist dein BMI höher als 40. Und das ist Fettleibigkeit der Klasse 3, Kumpel. Du brauchst dringend Hilfe. Hier, ruf diese Nummer an. Meine Freunde werden dich an einen besonderen Ort bringen. Hier wird in wenigen Minuten das gesamte überschüssige Fett aus dir herausgepumpt. Ah, du siehst ja toll aus. Oh nein. Die schlaffe Haut wird dich daran erinnern, in Zukunft keine dummen Entscheidungen mehr zu treffen. Und was dein abgepumptes Fett angeht, auf dem Schwarzmarkt sind einige Kosmetikfirmen bereit, bis zu $15.000 für 1 Kilogramm von dem Zeug zu zahlen. Also, geh nach Hause. Weil ich deinen Herzschlag jetzt für eine Nanosekunde anhalten werde. Bleib ruhig, Erbsenhirn. Wir machen das hier der Wissenschaft zuliebe. Das Herz ist eine Pumpe, mit der sich Blut mit einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde durch den ganzen Körper bewegt. Der Weg, den das Blut zurücklegt, ist mehr als 100.000 Kilometer lang. Wenn all diese Gefäße in einer einzigen Linie angeordnet wären, würden sie sich 2-mal um den Globus wickeln. Drei, zwei, eins, Start! Hat er sich in die Hosen gemacht. Es dauert 0,4 Sekunden, bis sich das Herz zusammengezogen hat und dasselbe, um sich auszuruhen. Alle Pausen im Leben addiert, ruht das Herz mehr als 20 Jahre. Daher wird niemand eine kleine Pause von nur einer Nanosekunde bemerken. Schau mal genau hin. Das Herz ähnelt einem 2-stöckigen Haus. Es gibt oben 2 Räume, die als rechter und linker Vorhof bezeichnet werden und unten die Ventrikel. Im Normalmodus wird das Blut aus dem Vorhof mit einem solchen Druck in den Ventrikel gedrückt, dass das Blut hypothetisch mehr als 9 Meter oder fast 30 Fuß herausspritzen könnte. Dann drückt der Ventrikel Blut in die Lunge oder die Aorta.
Aber wenn der Ventrikel für mindestens 0,7 Sekunden stoppt, wenn alle anderen Teile des Herzens arbeiten, dann boom, die Menge an Blut verdoppelt sich und das Herz zerreißt. Hey, wie ich sehe, ist die Late-Night-Bier-Party ein ganz großer Erfolg geworden. Aber vergiss nicht, morgen früh hast du eine Konferenz von YouTubern mit einem IQ unter 60. Und wenn du zu spät kommst, ist deine Karriere im Eimer. Für die Toilette ist keine Zeit mehr. Zieh hoch, Kumpel! Die Blase fasst bequem 150 bis 200 Milliliter Flüssigkeit. Bei 400 bis 500 Milliliter spürst du einen gewissen Druck. Du hast wohl viel getrunken. Der Chef scheint schlechte Laune zu haben und Toilettenpausen fallen wohl aus. Die Flüssigkeit wird von den Nieren aufgenommen und geht dann durch den Harnleiter in die Blase runter. Du fühlst dich wahrscheinlich ein bisschen gestresst, Arnold, denn jetzt musst du den Drang mit deinen Muskeln zurückhalten. Ich empfehle dir nicht zu lachen, Arnold, oder niesen oder husten. Alles, was die Muskeln schwächt, könnte dazu führen, dass du ausläufst. Hurra! Pause! Du bist gerettet! Der durchschnittliche Mensch geht 6 bis 8 Mal am Tag pinkeln. Oh, Pech gehabt, Army. In der Antike erlaubten es die Regeln des Anstands, in der Öffentlichkeit zu pinkeln. Und die Unterteilung der Toiletten in Damen- und Herrentoiletten wurde erst 1792 eingeführt. Okay, die Pause ist vorbei, Kumpel. Jetzt bist du an der Reihe, deinen Vortrag zu halten. Wenn du weiter anhältst, dehnen sich die Blasenwände, sodass du noch etwas zurückhalten kannst. Aber das kann gefährlich werden. Bakterien und Säuren in deinem Urin können zurück in deine Nieren wandern und Blasen- und Nierenbeckenentzündungen verursachen. Es scheint, Arnold, dass jeder deine Unzufriedenheit mit der Unternehmenspolitik gutheißt. Komm schon, Arnold. Ich weiß, dass du es noch ein bisschen länger aushalten kannst. Nur noch 50 Gespräche, dann darfst du. Nun, das war's. Zeit, nach Hause zu gehen. Und Arnold, ich rate dir, keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Wenn deine Blase so voll ist, dann könnte sie platzen. Juhu, du bist fast zu Hause. Jetzt müssen wir nur noch durch den morgendlichen Berufsverkehr kommen. Beweg dich langsam. Oh nein, es sieht so aus, als würde dein Nachbar kommen, Arnold. Du weißt schon, der Typ, der alle umarmen will. Das ist aber ein schönes, großes Gemüse. Hey, im Supermarkt isst man nichts. Dieses Gemüse gilt als GVO, als gentechnisch veränderter Organismus. Diese Tomate enthält ein Seidenraupengen. Und die übliche Gurke hat aus genetischer Sicht 40% Ähnlichkeit mit einem Menschen. Aber hab keine Angst, GVO ist nichts Schlimmes. Und ich weiß genau, wie ich es dir beweisen kann. Wir verändern einfach dich, Arnold. Es ist zwar illegal, solche Experimente an Menschen durchzuführen, aber 2018 wurden in China 2 gentechnisch veränderte Babys geboren. Sie wurden so programmiert, dass sie immun gegen HIV sind. Hier sind wir in einem streng geheimen Labor des Pentagons. Dort werden hauptsächlich GVO-Soldaten hergestellt. CRISPR-Cas9 ist eine neue Technologie, mit der die DNA eines Organismus in die DNA eines anderen eingepflanzt werden kann. Einem normalen Fisch wurden die Gene einer biolumineszenten Qualle eingepflanzt. Nun haben wir einen Leuchtefisch. Gemüse wurde so verändert, dass es länger haltbar ist und besser schmeckt. Aber was ist mit dir, Arnold? Willst du größer werden? Wir können dir das Michael-Jordan-Gen einpflanzen. Und wir entfernen das Schwitzegen aus dir, damit du nicht mehr so stinkst. Und das ist Arnold 2.0. Ein neues Leben hat begonnen. Ohne Schweiß werden sich die Leute endlich neben dich in den Bus setzen. Und die Oma deines Nachbarn wird aufhören, dich eine kleine rothaarige Pussy zu nennen. Sie wird dich jetzt einfach nur noch rothaarige Pussy nennen. Ja, die Gentechnik ist noch nicht perfekt, aber sie ist die Zukunft. Designer-GVO-Babys werden bald kommen. Und es wird möglich sein, das Grausamkeitsgen von Kriminellen zu entfernen. Das ist eine neue Stufe der Evolution. Träum süß, Arnold 2.0. Hey, was ist hier los?
Arnold, hast du alle Spritzen aus dem Labor gestohlen? Was? Willst du dir das Erdbeergen spritzen, um gut zu riechen? Und ein Corgi-Gen für einen perfekten Hintern? Tu das nicht, Arnold, hör auf! Oh, ihr Götter, was habt ihr getan? Ich hatte Unrecht. Gentechnik ist nicht nur für den Organismus gefährlich, sondern für die gesamte Stadt. Papa! Hast du deinen Job als Pizzabote verloren? Stell dir vor, du hättest zwei Köpfe. Du wärst viel beliebter. Dein Leben wäre viel interessanter. Du wärst schlauer und könntest endlich lernen, normal Fahrrad zu fahren. Sieh mal, das ist ja der gleiche Typ wie auf dem Plakat. Der Zirkusdirektor? Oh mein Gott. Hat dieser Löwe tatsächlich den ganzen zweiköpfigen Kerl verschlungen? Nein, eigentlich. Die Köpfe scheinen ja unverletzt zu sein. Aber was wird nun passieren? Wird die große Show der Saison abgesagt? Hey, es scheint, dass der Direktor dich bemerkt hat und dich in der Besetzung haben will. Aber nur, wenn du zustimmst, dass diese beiden neuwertigen Köpfe an deinen Körper angenäht werden. Davon hast du doch schon immer geträumt, oder? Nun, da du zustimmst, solltest du mehr über die bevorstehende Operation herausfinden. Die erste erfolgreiche Kopftransplantation wurde 1908 von Charles Guthrie durchgeführt. Er hat sie allerdings an Hunden durchgeführt. Einer der Köpfe wurde verkehrt herum an den Hals eines Hundekörpers genäht. In den 1950er Jahren erreichte Demikov die volle Funktionsfähigkeit eines zweiten Kopfes. Er transplantierte 20 Köpfe zusammen mit der vorderen Hälfte der Hunde. Dann wurde der Kopf eines Hundes auf den Körper eines anderen transplantiert. Und dann gab es ja noch einen Affen, der nach der Transplantation sogar versuchte, seine Ärzte zu beißen. Im Jahr 2013 kündigte Sergio Canavero Pläne für eine menschliche Kopftransplantation an. Die geschätzten Kosten betrugen 12,8 Millionen Dollar. Im Jahr 2017 wurde unter seiner Leitung ein toter menschlicher Kopf auf eine Leiche transplantiert. Eigentlich passt das ganz gut, Arnold. Jetzt ist es an der Zeit, deine Rolle zu proben. Ich hoffe, du vermasselst es nicht und machst diesen schönen Köpfen Schande. Du wirst jonglieren müssen, während du mit deinem Einrad auf einem Sprungbrett durch brennende Reifen fährst. Juhu, es scheint ihnen nicht zu gefallen, dass du so dumm bist, Arnie. Versuche die Profis, die deinen Körper verwalten, nicht zu stören. Alles, was von dir verlangt wird, ist doch die Vorstellung nicht zu verderben. Große Premiere, alle Augen sind auf dich gerichtet, Arnold. Heute bist du der Hauptbestandteil der Show. Daumen drücken, Kumpel. Du machst das toll, nur noch ein bisschen mehr und... Ist das da drüben der Geier? Ist sie gekommen, um dich zu sehen? Nein, nein, lass dich nicht ablenken. Nicht jetzt, Arnold. Was für ein Trottel. Indem du versucht hast, ein Gentleman zu sein, hast du dich selbst und die Trull-Brüder in Ungnade fallen lassen. Das war doch der größte Reinfall, den dieser Zirkus je gesehen hat. Lolita 97 hat ihn verbannt, nachdem er sich Hals über Kopf in sie verliebt hatte und ihre Seite mit Liebeskommentaren füllte. Und du hast dich ja gut erholt und deinen Kummer mit Eis besiegt. Das ist doch ein ausgezeichnetes Thema für diese Folge. Mal sehen, wie viele Kilos du zulegen kannst. Kurz und knapp. Um zuzunehmen, musst du mehr und mehr Kalorien zu dir nehmen. Aufgrund deines Gewichts und faulen Lebensstils reicht es aus, 6 Snickerriegel pro Tag zu sich zu nehmen, um an Gewicht zuzunehmen. Wenn du 300 Kilogramm erreichst, solltest du bis zu 14 Riegel pro Tag mampfen. Und wenn du 2000 Kilogramm erreichen willst, musst du essen, essen, essen. Bis zu 17.000 Kalorien pro Tag. Niemand hat jemals eine solche Masse erreicht. 2000 Kilogramm würden einfach deinen Körper zerstören. Fett wird deine Organe und Venen komprimieren und du erstickst. Deine stärksten Knochen, die 4-mal stärker sind als Beton, brechen, wenn du versuchen würdest zu stehen. Mit diesem Gewicht kannst du nur ein paar Sekunden überleben, bis dich das Fett vollständig zerdrückt. Also lasst uns ein bisschen absaugen.
Du kannst dir von deiner Mutter einen BH leihen. Je fettreicher der Körper ist, desto intensiver werden weibliche Hormone gebildet. Die Brust wird vergrößert, die Stimme wird höher und dein Freund da unten, der wird am Morgen nicht mehr mit der Sonne hochgehen. Was passiert denn da? Lolita 97 scheint einen sehr eifersüchtigen Ehemann zu haben. Keine Panik, dein Körper hat genug Fett, um 3 Jahre lang ohne Essen auszukommen. Du musst nur Vitamine einnehmen und Wasser trinken. Ja, oder auch nicht.